Öffentlichkeitswirksam waren die Auftritte, in denen sich Staat und Regierung auch mit den Athleten geschmückt hat. Empfänge beim Staatsratsvorsitzenden, dann die ganzen Ordensverleihungen, die auch nach Olympischen Spielen, aber auch zwischen den Olympischen Spielen stattgefunden haben. Und dann natürlich immer auch mit Presse und Fernsehen und Bild. Und Erich Honecker hat sich gerne mit hübschen Sportlern umgeben und der Staat hat nach außen hin da auch geglänzt. Konnte er ja auch das System dieses Sports im Staat, unabhängig davon, was jetzt auf Kosten dieses Systems vernachlässigt wurde, wie zum Beispiel Breitensport und so, war perfekt. Also es war gerade jetzt, was ich vorhin schon gesagt habe, diese Kombination Schule und Sport, also zumindest so wie ich es erlebt habe hier in Dresden, auch durch meinen Trainer und meine Lehrer, da ist geguckt worden, dass nichts auf der Strecke bleibt, also dass trotzdem im Schulabschlüsse und auch dann die Vermittlung in Berufsleben oder zu Studienzwecken. Ich hätte alles studieren können bei knappen Studienplätzen. Ne? Da hätte ich natürlich von anderer Seite, wenn ein Abiturient seinen Studienplatz nicht kriegt, weil er nicht 3 Jahre zur Armee gegangen ist, auch so einen Hals gehabt. Aber für uns wurde alles getan, dass wir frei von Widerständen waren, um die sportlichsten Höchstleistungen zu vollbringen. Ich habe mich dann auch mit der Sportführung überworfen, nachdem ich 1984 eine Pause machen wollte. Es war für mich so, die Motivation hat dann gefehlt. Ich weiß nicht, damals war ich 6-mal Weltmeister und 3-mal Olympiasieger. Und wieder im April Anfang das Aufbautraining, da habe ich gedacht, ich würde gerne mal ein Jahr pausieren. Und da sagte mir dann auch der Manfred Ewald, er konnte das, also er sagte, ich kann das nicht, ich kann dich nie verstehen. Er sagt, was gibt es Schöneres auf der Welt, als die Beste im Sport zu sein? Da habe ich gesagt, das möchte ich jetzt nicht mit Ihnen diskutieren. Für mich gibt es momentan Dinge, die ich lieber machen würde. So, und da ich diese Pause nicht genehmigt bekommen habe, war dann so Familiengründung so noch die Möglichkeit, wo man dann sich eine Auszeit nehmen konnte. Ja, und für mich war klar, dass ich dann wieder in den Sport einsteige, aber die Sicherheit konnte ich wahrscheinlich der sportlichen Führung nicht so geben. Nee. Es war eben wirklich, meine Wahrnehmung ist, dass die Sportler möglichst so lange wie eben Leistung und Medaillen vor allen Dingen in Reichweite waren, so lange sollten die bei der Stange gehalten werden. Und es wurden ja auch von diesen Siegprämien, gab es auch ein finanzielles Druckmittel, da wurde nämlich 25% auf dem Sperrkonto einbehalten und nur wenn du in Gnade deine Laufbahn beendet hast, also mit wohlwollender Sportführung, bist du dann auch an dieses restliche Geld rangekommen. Also wer jetzt gesagt hat, also ich höre jetzt auf, auch wenn euch das nie passt, der hat dann davon dann nichts mehr gesehen.